So, liebe Freunde, es wird Zeit für ein bisschen Real Talk. Und zwar wollte ich so ein Video schon länger machen, mal wieder fernab von den Gameplay-Videos über ein bestimmtes Thema reden. Und heute sind es einfach die Dinge aus Super Mario Maker 2, die mich wirklich stören. Ihr wisst ja, ich liebe das Spiel, es ist zurzeit das Hauptelement auf meinem Kanal und deswegen im Großen und Ganzen bin ich begeistert von dem Spiel. Dennoch gibt es Sachen, wo ich sagen muss, Nintendo, willst du uns eigentlich verarschen? Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Multiplayer. Und natürlich ist das der Kritikpunkt Nummer 1, der schon so oft überall von jedem erwähnt wurde. Und ich würde sogar sagen, das ist der Hauptkritikpunkt. Das ist das, was mich am meisten stört an Mario Maker 2. Denn das Spiel hat damit geworben, den Multiplayer zu haben. Und natürlich ist der auch da. Er ist vorhanden. Aber jeder, der schon mal ein paar Runden Super Mario Maker 2 online gespielt hat, wird wissen, es ist fast nicht spielbar. Also es ist nicht so, dass es ab und zu laggt. Nein, es ist fast nicht spielbar. Und sich da bis zum S-Rang hochzuarbeiten, ist einfach nur unerträglich. Man kann es nicht spielen. Ich habe am Anfang gedacht, okay, gebe ich Nintendo mal ein, zwei Wochen, bis so die Server stabilisiert sind. Aber das Ganze ist ja sowieso ein P2P-Verfahren. Und dass sie das noch nicht optimiert haben, dass es immer noch nicht läuft oder dass sie nicht mal Server bereitstellen für den Multiplayer, für den man, by the way, ja auch bezahlen muss. Das ist ja ein bezahlbarer Multiplayer. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit und eigentlich geht es nicht, dass Nintendo damit so durchkommt und keine Konsequenzen hat. Und ihr wisst ja alle noch, der Shitstorm am Anfang, wo ich ja auch extra ein Video drüber gemacht habe, über den Fakt, dass man nicht seine Freunde einladen kann, um zusammen Mario Maker 2 zu spielen. Also der Online-Multiplayer mit Freunden ist nicht verfügbar und so wurde das direkt am Anfang gesagt. Dann natürlich nach dem Shitstorm, und ich will nicht sagen, dass mein Video dazu beigetragen hat, weil es halt überall kritisiert wurde, weil es nicht geht, damit zu werben, mit seinen Freunden irgendwie zu spielen, aber man kann seine Freunde nicht mal einladen über die Freundesliste. Auf jeden Fall, kurze Zeit nach dem Shitstorm haben sie dann letztendlich zurückgerudert und haben gesagt, es wird ein Update kommen, wo es möglich sein wird, Freunde einzuladen und mit denen zusammen Super Mario Maker 2 zu spielen. Jetzt sind aber schon einige Monate vergangen, wo das Spiel draußen ist und es ist noch kein Update da. Und langsam bin ich auch ein bisschen skeptisch, ob es überhaupt kommt. Viele sagen vornherein, das Ganze war nur ein Mythos und Nintendo hat das nur gesagt, ist nur zurückgerudert, um den Shitstorm aus dem Weg zu gehen, weil bis jetzt keinerlei irgendwie Ankündigung kam oder sonstiges und viele haben es gar nicht mehr auf dem Zettel und es ist schon ein bisschen in Vergessenheit geraten und deswegen wollte ich das unbedingt nochmal ansprechen, dass das Freundes-Update immer noch nicht kommt und es dazu auch keine Informationen gibt. Das sind auf jeden Fall Sachen, die mich stören. Eine weitere Sache, die mich stört, die fand ich beim ersten zum Beispiel besser, ist, dass man einfach keine so breit gefächerte Auswahl an Charakteren hat, die man spielen kann. Also natürlich kann man von vornherein in den Einstellungen zwischen vier Charakteren sich entscheiden, aber wie genial war das beim ersten Mario Maker, wo man auch Link spielen konnte oder Samus oder den Weird Mario. Einfach so viele Charaktere und eigentlich denke ich, dass ein zweiter Teil in keinerlei Hinsicht irgendwie weniger Inhalt haben sollte. Ich finde, eigentlich sollte ein Nachfolger eines Titels dem Vorgänger in nichts nachstehen. Aber so ist das nicht. Ich weiß nicht, was sich Nintendo dabei gedacht hat, aber ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich ein bisschen stört. Genau wie die Auswahl im 3D World Style. Natürlich ist es cool, dass der Zusatz da ist, die Option, dass man im 3D World jetzt Maps bauen kann und sie auch spielen kann. Aber wäre das nicht cool gewesen, wenn Nintendo noch einen Schritt weiter gegangen wäre und wenn man wirklich dreidimensional auch die Maps bauen kann? Weil es fühlt sich so ein bisschen an wie ein abgespeckter New Super Mario Bros. Stil an, um ehrlich zu sein. Weil man kann ja letztendlich sich nicht dreidimensional bewegen. Man ist ja trotzdem 2D eingeschränkt. Und auch die Auswahlmöglichkeiten, die man hat in dem Stil, sind wirklich beschränkt. Und man merkt, die haben das nur reingehauen, so ein bisschen, um es sich auf die Kappe zu schreiben, dass es da ist. Und natürlich gibt es noch viele weitere Kleinigkeiten, die einen stören an dem Spiel. Wie so zum Beispiel, dass man den Nachtmodus nicht deaktivieren kann im Baumodus. Das sind also alles Kleinigkeiten, auf die ich mich nicht so aufhängen will. Oder zum Beispiel die 100 Mario Challenge vom ersten Teil. Ich fand die so genial. Natürlich ist jetzt so zum Beispiel der Endless Mode das Äquivalent zur 100 Mario Challenge, aber ich fand es ein bisschen befriedigender, als es auch ein Ende gab. Aber jetzt seid ihr auch ein bisschen gefragt. Schreibt mal in die Kommentare, was stört euch am zweiten Teil? Also mich ganz ehrlich am meisten der Multiplayer, dass es überhaupt nicht geht, dass es so laggt und dass man mit Freunden nicht spielen kann. Das ist der Punkt, der mich am meisten stört. Alles andere sind Kleinigkeiten, über die ich hinwegsehen kann. Und im Großen und Ganzen ist es natürlich noch ein geniales Spiel. Ich wollte aber auch mal ein bisschen das, was ich liebe, in die Kritik stellen. Und deswegen seid ihr jetzt gefragt. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.